Ja, grüß Gott. Ich versuche mein Food-Tagebuch zu machen. Fangen wir auch gleich mal an mit April, was relativ kurz sein wird. Weil ist ja das dann danach mit meiner Mama passiert, also eh Ende des Monats und ich habe nicht viele Fotos, ich habe gerade mal 5. Als erstes habe ich das Lotus-Eis fotografiert, das habe ich nämlich voll gern gegessen. Ich habe es mir auch vor kurzem wieder gekauft, ich darf mir das noch nicht so oft kaufen, weil ich frisst dieses ganze Ding gleich auf. Dann als nächster habe ich Pizza selbst gemacht. Das ist auch die, was meine Mama so gern gegessen hat. Die habe ich nämlich zweimal, kommt gleich nochmal. Dann Gnocchi mit Carbonara. Ich habe nämlich im April so eine Phase gehabt, mir die Gnocchi zu kaufen und so eine Carbonara-Soße zu machen. Und dann habt ihr wieder selbstgemachte Pizza. Die habe ich damals sogar gemacht, weil meine Mama unbedingt eine haben wollte. Und dann als letzter Spieße. Und das war das letzte sogar, was wir gemeinsam gegessen haben. Meine Mama, mein Bruder und ich. Ja, wir haben auch noch davon geredet, dass wir noch welche machen. Aber fangen wir lieber nicht davon an. Mai. Tja, Mai schaut ein bisschen komisch aus. Aber das werden wir gleich sehen. Einmal Leberkäse mit Brot. Das haben mein Papa und ich einmal mitgebracht, wie wir was erledigen haben müssen für die Beerdigung. Tja, ich hoffe, das ist bald vorbei. Also die nächsten Food-Tagebuch werden nicht so depressiv, glaube ich. Hoffe ich zumindest. Dann steht Pizza. Da haben wir bestellt gehabt, aber die war nicht so gut. Dann kommt als nächster Müsli mit Banane, Himbeeren. Also ich habe ziemlich viel gemischt in letzter Zeit. Ich habe 2 Fotos hintereinander sogar für euch. Im Mai habe ich sehr oft nur so ein Cini-Mini-Ding gegessen mit ein bisschen Früchten und das war's. Frühstück, Mittagessen war das meistens. Dann steht der Maggi, das hat mal mein Papa mitgebracht. Dann als nächster steht da schon wieder Müsli mit Erdbeeren diesmal und Bananen. Tja, ziemlich sehr bananelastig. Dann steht da Essen im Park mit Vivi, weil die Vivi mich ablenken wollte, waren wir im Park im ersten Bezirk essen. Und da haben wir sich sogar so Marzipan-Sachen gekauft. Das war vor Muttertag, das weiß ich noch, weil die Verkäuferin mich darauf angesprochen hat, dass ich nichts für Muttertag vergessen soll zu kaufen. Toll, nicht? Dann waren wir Dunkin' Donut auch Kaffee trinken, weil ich schon ewig keinen Dunkin' Donut Kaffee mehr hatte und dann haben die Vivi und ich sich einen geholt. Dann steht da Brot mit Brie, Salat und Schinken. Ah ja, die Vivi hat mir dieses Brot bezahlt, weil sie unbedingt wollte, dass ich was esse. Ja, und da habe ich das sogar einmal mit in der Arbeit gehabt, das seht ihr beim nächsten Foto. Dann steht der Cordon Bleu, das hat mein Bruder gemacht, von diesem Tiefkühl-Cordon Bleu vom Hofer. Dann steht der halbe Pizza, ja, mein Bruder und ich haben sich eine Pizza teilt. Das war so eine Fertigpizza von, also ziemlich ungesund eigentlich, wenn man so drüber nachdenkt, aber okay. Dann steht der Knusperbrot, ich habe das meistens in der Arbeit auch nur gegessen mit Salami und was noch. Irgendwo habe ich ein Foto gehabt, aber ich weiß nicht, wo ich das habe, das werdet ihr wahrscheinlich noch sehen, habe ich sehr häufig gegessen, mittags nur. Also Käse, Salami und diese Knäcker-Dinger da, was ihr gerade gesehen habt, diese Knusperbrot. Jetzt fallen sogar meine Extension-Haare raus, also das ist echt extrem. Dann steht da portugiesisches Hühnchen, endlich mit Knödel, endlich habe ich meinen Willen durchgesetzt und hat mein Bruder die mit, habe ich da einen Pickel oder so? Ja. habe ich meinen Bruder durchgerungen und dass er Knödel dazu macht. Dann steht da Mövenpick Brombeereis. Das habe ich mit meinem Bruder und mit meinem Vater gegessen. Das war eigentlich nicht schlecht. Dann steht da Popcorn. Da haben wir nach langem mal wieder angefangen dann zu naschen. Also so richtig zu naschen. Dann steht da Wrap selbst gemacht. Ich habe das einmal auf TikTok oder so gesehen oder Instagram. Irgendwo, TikTok glaube ich war das aber. Und habe das gesehen und habe das nachgemacht. Seitdem liebe ich diese Wraps. Schmecken urgeil. Habe ich nämlich, ich habe dann auch ein bisschen was anderes noch rein, dann was er nicht rein dann hat, aber ja, war urgeil. Grießnockerlsuppe. Hab mein Bruder gemacht, habe ich dann drüben bei ihm gegessen. Dann steht da Mövenpick Haselnusseis, da habe ich nämlich, das weiß ich noch ganz genau, da habe ich Topmodel geschaut drüben bei meinem Papa und bei meinem Bruder. Und da habe ich das Eis währenddessen gefuttert. Dann steht da kalter Kaffee, oh ja, der ist urgeil. Der ist urgeil, der Kaffee. Dann haben wir noch Müsli mit Obst schon wieder, aber da habe ich nur Bananen drinnen, sehe ich gerade. Dann, nach denen bin ich extrem süchtig, habe ich Linsenchips, da verschlucke ich mich gleich.
habe ich Linsenchips gefuttert und die sind so lecker. Ich liebe die. Die hat mir meine Freundin gezeigt. Und seitdem bin ich besessen von denen, wirklich wahr. Dann steht hier Topfenschnitte, die hat mein Papa mitgebracht. Und da war sogar meine Schwester kurz zu Besuch. Und die haben sich sogar geteilt. Weil ich gesagt habe, ich kann keine Gänse essen und sie wollen auch keine Gänse essen. Also haben wir die sich geteilt. Ich bin mir nicht sicher, ob wir nicht da auch die Musik ausgesucht haben für die Beerdigung. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Aber ich bilde mir ein, ja. Aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Vielleicht bilde ich es mir auch ein, aber ich bin mir nicht sicher. Dann habe ich meistens immer in der frühen Arbeit gegessen, Actimel, Banane und Dinkelwaffeln. Ich liebe die Dinkelwaffeln, ich bin süchtig nach diesen Dinkelwaffeln. Dann steht hier Pizza, die hat mein Bruder selber gemacht. Ich glaube, ich habe ihn aber wieder geholfen, wenn ich mich nicht irre. Dann habe ich mir einen Nudelsalat gemacht, an den habe ich urlange gegessen, aber ich stehe in letzter Zeit voll auf Nudelsalat. Besonders mit so extra Wurst drinnen und Bohnen mag ich voll gern. Dann habe ich Kuchen Nummer 1 von Min, da war sie bei mir. Und wir haben ferngeschaut zusammen und da hat sie ein Smiley mitgebracht mit einer Maske, oh lustig. Ist es nicht mal aufgefallen, dass deine Maske auf hat? Und die zweiten sehen so aus, die schauen auch lecker aus. Also, boah, und die waren alle drei so gut. Wir haben sich alle drei Sachen geteilt, oh geil. Also vier Sachen geteilt. Juni, und da habe ich ziemlich viele Fotos eigentlich, würde ich sagen. Fangen wir an mit den Dinkelwaffeln und Aufstrich. Ich bin richtig besessen von diesen Dinkelwaffeln. Richtig besessen, aber ich finde, die schmecken auch gut. Ich mag die voll gerne mit Aufstrich oder mit so Leberaufstrich oder was ich noch gerne ist jetzt mit so Thunfisch mit Bohnen und so, das mache ich auch gern. Und die da drinnen, also die Waffeln dazu, also richtig süchtig danach. Dann steht das nächste Mäcki. Und dann habt ihr das, was ich gemeint habe, dieses Knusperbrot mit die Würsteln, also mit dieser Knabbernossi und dem Käse. Das habe ich in letzter Zeit oft gegessen zum Mittag in der Arbeit, also die letzten paar Monate. Dann steht hier Windbeuteleis. Das ist so geil. Das darf ich mir nicht mehr kaufen, weil das ist extrem geil, das Eis. Dann wieder Pizza, da haben wir wieder bestellt gehabt. Dann steht hier Starbucks-Kaffee. Ich weiß gar nicht mehr, mit wem ich da war. Keine Ahnung, aber da steht Starbucks-Kaffee. Cocktails, da war ich mit einer Freundin, weil ich die auch mal treffen wollte, weil sie gesagt hat, dass sie für mich da ist und deswegen haben wir sie ausgemacht, wir gehen Cocktails trinken. Dann steht der Huhn mit Salat. Ah ja, ja, da war ich mit meinem Bruder was erledigen und dann haben wir sich ein halbes Händel gekauft. Also ein ganzes habe ich mitgenommen, aber jeder hat eine Hälfte bekommen mit Salat. Kartoffelsalat, Spargelsalat, glaube ich, war auch dabei und Krautsalat. Ja, dann ein Cordon Bleu, das hat wieder mein Bruder gemacht, im Ofen, glaube ich. Dann Schnitzel, da war ich mit der Min unterwegs, glaube ich. Oder mit der... Nein, Blödsinn, da war ich mit der Tanja unterwegs. Da war ich mit der Tanja unterwegs. Dann steht hier Schnitzel, nein, warte, Nuggets, Pommes und Cordon. Ich sehe nur noch Schnitzel da auf dem Bild. Das war von meinem Bruder, das hat er wieder im Ofen gemacht. Als nächstes habe ich eine Erdbeerschnitte und die war so geil. Die war so geil. Ich träume noch immer von der. Die habe ich gekriegt von einer Freundin von mir, die was mir immer Kuchen bringt. Kennt sie eh auch immer, wenn ich Kuchen erwähne. Und die war sowas von lecker. Ich bin am Boden da gesessen in der Ecke und habe die gegessen. Die war so genial. Als nächstes habe ich Bratwurst und Pommes. Das war auch bei meinem Bruder. Ich habe halt in den letzten paar Monaten sehr oft drüben gegessen. Jetzt esse ich auch manchmal alleine zu Hause, jetzt schaffe ich es auch wieder allein zu essen, aber am Anfang haben wir das nicht geschafft, da haben wir das so braucht, miteinander zum Essen. Jetzt geht's wieder. Also man sieht schon eine Besserung, dass einem ein bisschen besser geht. Es geht natürlich nicht ganz weg, aber es geht einem ein bisschen besser. Dann steht da wieder Kuchen mit Tanja. Wir gehen meistens immer zu Maida, weil ich liebe den Kuchen dort und da habe ich eine Mozart-Torte gegessen. Oh, lecker. Pizza mit Bianca, da habe ich mich mit der Bianca drauf und da habe ich mir nur eine Käsepizza genommen, weil ich nichts anderes haben wollte, weil das war auch mein erstes Essen an dem Tag und deswegen habe ich mir eine Käsepizza genommen. Und dann habe ich wieder brav angefangen mit Salat zum Essen, was in dem Monat öfter der Fall war, glaube ich, als davor wieder. Jetzt fange ich wieder öfter so ein bisschen mehr an Salat zu futtern. Dann steht da wieder Mäcki, aber ich muss sagen, ich bin eh braver geworden mit Mäcki. Kuchenarbeit. Ja, da hat eine Kollegin Geburtstag gehabt und die hat einen Kuchen mitgenommen, der war so geil. Ich verstehe nicht, warum die uns immer mästen. Dann steht da noch Eis, da habe ich nämlich meinem Bruder und mir ein Eis mitgebracht. Dann als nächstes steht Spaghetti, die haben auch mein Bruder wieder gemacht. Sehr brav. Dann Windbeuteleis, nachdem bin ich süchtig gewesen in dem Monat, wie man sieht.
Dann steht da Pizza. Da haben wir, glaube ich, wieder bestellt. Ich schau kurz nach. Nein, da war ich essen. Ich weiß nur nicht mehr mit... Oh, mit der Tanja und mit der Vera und ich waren da essen. Danach waren wir nämlich Cocktails trinken. Das war ein lustiger Abend. Das war ein echt lustiger Abend, obwohl der dann komisch geendet hat. Aber okay. Als letztes habe ich dann noch Spaghetti Carbonara. Und ich glaube, das sind die, die ich mir für die Arbeit auch gemacht habe. Ja, genau. Ich liebe nämlich diesen Käse, den ich da drüber streue. Nachdem bin ich extrem süchtig nach dem Käse. Ja, das war's. Ich bin froh, dass ich das Video jetzt habe. Ich glaube, man hat das eh auch bemerkt. Besonders April war halt sehr schwer, weil dann in April das eben passiert ist mit der Mama. Aber ich bin froh, dass ich die Videos hinter mir habe, muss ich ehrlich sagen. Ist nicht leicht, wirklich nicht leicht. Also die ganzen Videos, die da jetzt, was ich noch nachdrehen habe müssen, weil das dann passiert ist, die waren wirklich nicht leicht für mich, aber ich habe es geschafft. Also wieder so eine Last von der Schulter gefallen. Ja, ich hoffe, euch hat das Video trotzdem gefallen, auch wenn ich jetzt so ein bisschen demotiviert und traurig gewirkt habe, aber ihr versteht ja warum. Muss ich euch ja nicht erklären, oder? Aber es wird. Es wird. Ich gebe mir Mühe. Ich versuch's. Dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bye!